Ja, hi, willkommen, mein Name ist AniuLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir die Arena des Olymps abgeschlossen nach einem sehr erbitterten Kampf gegen Zack. Und ja, wir sind jetzt hier beim tiefen Weltraum, rein da. Ausgezeichnet, wenn euch Bad Quecke, ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen, das würde mich sehr freuen und den Kanal sehr weiterhelfen. Ja, offscreen habe ich jetzt nicht viel gemacht. Doch, ich habe ein bisschen trainiert, weil ja, das ging so nicht in der letzten Folge, deswegen musste ich halt was, oh Gott, machen. Ja, vielleicht neue Kommandos und so herstellen sollen und so. Mein Gott, das hier läuft schon wieder alles so schief, ne? Warum muss ich schon wieder gegen so eine Menge von denen? Die können mich doch nur... Warum ich doch nur anstupst und ich bekomme Schaden, wie blöd. Wir gehen die alle mit einem Schlag. Und die hinterlassen gar keine Erfahrungspunkte, glaube ich. Wo sind wir überhaupt hier? Wenn jetzt Zwischenwelten oder was? Verstehe einfach die ab ist. Egal, ich mach was platt. Einfach mal AP dazu bekommen, obwohl wir nichts gemacht haben. Wir haben wortwörtlich nicht viel gemacht. Ich habe nur gesprungen und mich gedreht. Nur gesprungen habe ich gedreht. So. Also, ob du alle auf einmal alle ist jetzt genau. Es geht mit Terra, fängt immer alles mit dem Kampf an. Ne? Hey, mehr als müssen wir irgendwann auf der Fresse geben, und damit uns die Dings vorgestellt. War Traumschiff eine Anspielung an eine Kuh sein, oder warum sind das so, warum hat die so Flecken? Deep Space. Tiefe Weltraum. Und nicht weiter Weltraum. Aber White Space klingt nicht so geil, ne? Mein Gott, er hat fast gar nicht aufgepasst auf das Ding. Is he the one? Yes, Grand Councilwoman. I've confined him until we can determine what he is. Hey. Wie praktisch, dass ich gerade aufstehe. Take cover. Leave it to me to handle these fiends. Whatever you are, you're under arrest. Eventually. Unversed. Öffne die Tür. Ich habe das neue Schlüsselschwert übrigens ausgerüstet, weil er hat 2 Angriffskraft mehr hat. Ganze 5 gibt mir das. Das ist krass. Aber bei Ventus und Aqua, wo so? Ich weiß es nicht. Egal. Schon wieder Kämpfe. Ja, habe ich meine neuen Kommandos und so ausgerüstet. Ich hätte mir vielleicht ein paar schmieden sollen und so. Boah, hab schon wieder alles hier nach Plan. Das ist die nicht ernst zu nehmende Bosskampfmusik. Ich habe mal ein anderes Abschlusskommando ausgerüstet, damit wir vielleicht da was freischalten können. Schwertwurf, Schwertwurf. Ich glaube, ich habe noch niedrig levelige Kommandos ausgerüstet. Das sagt man halt so. Ja, sieht so aus. Da habe ich dann gedacht. Zurück bin ich nicht wie im letzten Part ohne Kommandos reingegangen. Oder im vorletzten Part, glaube ich. Boah.
Geh weg. Ja. Wuff. Zu ein Armboden. Und alles erledigt. Schon wieder. Hab ich wieder meinen guten Tag hier zur Welt gesagt. Boah. Das ist echt wie einen guten Tag sagen zu einer Welt. Very impressive display. Wait! You help! I have been imprisoned on a ridiculous charge. Is that so? I am innocent purpose to create the galaxy's most destructive, constructive species of all time. Why, my experiment could annihilate creatures you fought so hard. He is bulletproof, fireproof, and can think faster than supercomputer. He can see in the dark and move objects 3,000 times his rather diminutive size. And for reasons preposterous, the Federation Council fears him. Yeah, aus take him away from me and throw me here absurden Gründen. Because he's so powerful? Exactly. Everyone always gets anti-infantis when somebody more powerful is in the neighborhood. You understand? Uh-huh. We must make to rescue him or he'll be banished to far regions of space. Okay, then. Take me to him. Warum sollte ich Ihnen helfen? Sag mal ehrlich. Experiment 626. His name I give to adorable fluffy creature you're helping for to rescue. And I am genius scientist who created him, Dr. Jumba Jukiba. I'm Terra. Pleasure is all ours. 626 is this way. Hurry! Ich werde dich Jambalaya nennen. Wie gefällt dir das? Großer, dicker, ausländischer Alien. Wie hast du dieses Gebiet hier erkunden? Ja, gut. Lass mich erstmal fusionieren hier. So, Eisra. Eisklingel. Nein, gib mir mal was Neues. Giftklinge. Ma. Kann ja gar nichts Vernünftiges herstellen, ey. Meine Güte. Schmetterklinge, das klingt doch gut. Jetzt haben wir ja gute Sachen. Freundkristall. Schauen wir mal, ja. Ich hätte lieber Dings gehabt, aber okay. Glückspilz, aber was soll's. Mein Schwert war mit irgendwas anderes Neues hier. Warte mal, das hier und Zeitkristall. Das klingt doch laut Attacken hast du oder so, ja. Sehr gut. So, Vita und das hier. So, Zykluskristall, warum nicht? Glückspelz ausgezeichnet. Ich war ein paar neue Sachen hier. Erfahrungsläufer auch nicht schlecht. Ey, ich will mal ein paar neue Sachen hier herstellen. Ich kann gar keine neuen Sachen hier herstellen. Nein, nicht Vitalität. Ja, okay, schauen wir. Kein Glück hier mit denen, habe ich so Gefühl. Blätterbleiter, okay, warum nicht? Da war schon wieder. Kein Vita-Ausbruch gehabt, oder? Frostwurf. Glückslinge. So, sehr gut. Glückspilz wenigstens. Kriegen wir mehr Kristalle. Gehen wir langsam aus. Ich sag für. Fangsläufer ist auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Dinger hier öffnen.
Okay, lass mich da hoch. Ich brauche mal langsam Spaß, Freund, ehrlich. Kann irgendwie nicht sein. Da müssen Sticker. Digga, da ist ein Sticker. Das ist eine Truhe. Sportfreund. Kaum rede ich davon. Zeichnet. Da war ich drin, oder? Ma. Nein. Ma. Ja. Man schon, warum machen die alle einen Rückwärtssprung? Ich verstehe nicht, statt so ein Vorwärtssalto zu machen. Ey. So wird schwierig hier anzupassen zu sein. Ja, oh Gott, da war noch eins. Ich würde immer ein bisschen zu weit düsen, habe ich so das Gefühl. Wie soll ich von hier aus irgendwo hinkommen? Da, das Ding, wie kommt man da hin? So. Alles nix, ausgezeichnet. Da unten war auch schon offen, ne? So, hier ist aber was Geiles, oder? Oh, Kraft ist halt. Der ging nach oben, oder? Oh Gott. Ich bin gerade hergestellt. Ernsthaft? Gar nicht ausgerüstet, aber. Mega tragen. So, haben wir hier alles? Ich glaube ja, ne? Und jetzt noch da ein Sticker. Wuff. Die Tür geöffnet. Ich glaube ja. Das ist so. Warum muss die Kamera da wieder umgestellt werden, ehrlich? Okay. Da haben wir unsere Karte, ne? Boah. Am liebsten würde ich voll so stöhnen, so, aber mein Hals tut unglaublich weh, wenn ich das mache. Immer noch erkältet, glaube ich, Halsschmerzen, ich weiß es nicht. Geht jetzt schon seit 2-3 Wochen so. Hab bestimmt Krebs und sterbe. Boah. Ich kann halt nicht. Er tut höllisch weh. Verdammt. Wollte ich jetzt nächste Woche vielleicht 2 neue Projekte anfangen. Alles geben. Was? Hab mich gar nicht bewegt. Warum renne ich überhaupt hier? Aber ich muss den ganzen Kombos, glaube ich, noch abstellen. Ja, nein, das darf doch einfach nicht wahr sein. So, unmenschlich viel Schaden ich mache, ne? Fressert. Boah, was hat? Da ist die Welt auch nicht so groß. Irgendwie sind die Welten mit Terra irgendwie nicht so groß, habe ich so gefühlt. Warum gehen wir jetzt da draußen? Keine Ahnung. Okay. Wir sind draußen. Warum nicht? Aber hier mit Aqua, also war auch einfach da draußen gegangen. Zum Glück weiß ich ja schon direkt, wo ich hin muss. Euch erledigen? Ich glaube nicht, ne? Ihr seid mir zu nervig zu bekämpfen, also tschüss.
Also da oben die Viecher zu bekämpfen, die sind einfach zu nervig. Hab ich keine Lust drauf. So. Haben. Ja, jetzt seid ihr wieder hier, ne? Ihr geht mir bestimmt auf den Nerven, deswegen mache ich euch schon mal jetzt kalt. Mal ja alle Truhen, warte mal, Dings ausstellen. Es geht mir das auf den Nerven. Was? Oh, ich habe auch noch nicht gesehen. Felsenkluft 1. Ich habe schon wieder nicht mein Schwert zurückbekommen. Ja, schön. 7. Glocke. Ah, das Fatale ist. Alter, wie oft teilt ihr euch denn noch? Was ist alle das hier? Alle meine Sachen sind aufgelevelt. Ich habe schon wieder vergessen, Zack einzusetzen. Wo haben diese kleinen Viecher so viel AP? Jetzt schon höher springen? Ich weiß es nicht. Boff. Ja, ich möchte, glaube ich, nicht die Schwerkraft ausstellen. Ich weiß es nicht. Sag ja bestimmt, ob ich da reingehen kann oder nicht. Ich kann da rein. Medan Trapez. Okay. War ich nicht gerade im Arrestraum? Also die wieder gespawnt, ehrlich. Freund, Sportfreund hochgelevelt. Guck mal. Aua. Ehrlich? Guck mal, wie hoch ich jetzt springen kann. So. Sehr Nordbericht. Nein, okay. Mit jemand anderem war ja ein sehr Nordbericht, glaube ich. So. Fliege einfach da rein. Ah, jetzt sind wir hier und Dings ist nicht an. So, jetzt kommen wir von oben anstatt von unten. Da ist hier irgendwo außer Gegner. Also, aber ich weiß nicht, was ich ausgerüstet habe. Na, habe ich diesen Gletscherangriff Dingen hier, wo ich mich durch den halben Ort hier teleportiert. Ist da nicht irgendwo nach unten? Möchte ich nicht. Du sollst nicht auf das Ding. Du sollst verdammt nochmal auf das hier losgehen. Nur Terra, du bist doch nicht mehr zu retten, ey. Warum tue ich ja nur neue Gegner sehen? Nee, ihr seid nicht neu. Boff. Mach doch mal Fortschritt. Hallo. Guck mal, wie viele da schon wieder hochgelevelt sind. Okay, Schmetterklinge. Zeig mal. Habe ich dafür nur bekommen. Charmeur, ne? Ich will aber das hier nachgucken eigentlich. Ja, da tut sich was bei dem grauen Ding. Da ich weiß, was das grüne ist. Muss ich jetzt mal irgendwie ein AP haben. Also 12 mal oder so ein AP oder so nur haben. Hammer.
Hör auf festzustecken. Na, oh, ehrlich? Ich kann irgendwie nichts damit treffen, habe ich so das Gefühl. Was zum? So. Sowieso einmal nach unten, weil da glaube ich Schatztruhen sind. Blöden Viecher. Hör mich zu verarschen. Ja, ich gesehen, was Schmetterstimme macht. Klingt irgendwie nicht. Es sieht irgendwie nicht nach Schmettern aus, es sieht aus wie Wirbeln, aber okay. Schmetterwirbel. Nee. Schmetterklinge. Nee. Wirbelklinge, meine Güte. So, Zack. Zack. He's a pyromaniac. Zack. Zack. He's a psychomaniac. Seid ihr alle. Ja, wo seid ihr alle? Ich will mal abzuhauen. Wurf, nein. Nicht getroffen. Irgendwer vielleicht einen Stern, den er mir geben kann. Alter, warum tut ihr immer mehr Schein? Locke. 7. Heldenauftritt. Das ist eigentlich fast das gleiche ist wie Ars Fatalis, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich hinterlassen die alle so einen Stern, oder fliegt wegen der Schwerkraft die ganze Zeit nach oben. Das wird sein, oder? Bitte sag mir, dass das ist. Ah, okay. Ja, einen Moment mal. Jetzt kommen wir doch gleich wieder da hinten hin. Von da kam ich doch, was? Ja, zwei verschiedene Dinger. Da muss ich normalerweise nach. Verwirrt. Zum allerersten Mal in meinem Leben bin ich verwirrt. Warum jetzt lang? Wo kann man rechter Analogstick mal aufhören, die ganze Zeit festzustecken? Berühre den jetzt gar nicht. Oh, muss mir einen neuen PS3 Controller wohl eigentlich nicht, ne? Jetzt öfter PS4, also. Einen neuen PS3 Controller muss ich nicht mehr holen. Ich habe ja noch einen anderen, aber sind die Tasten irgendwie so ein bisschen härter, sag ich mal. Nicht so locker wie beim Originalen. Such tremendous power in such itty-bitty package. Truly, he's the one and that's the only. The mightiest creature in all of galaxy. And his only singular instinct to destroy everything he touches. What? Wer will den auf mich losgehen lassen, oder was? No stop. Where? My friend gave me that. Oh. Friend, are you joking? Such concept is totally lost on 626.
Warum kann er an der Wand laufen? Funny. This whole time I've been telling myself I want to be stronger, more independent. But the second I let my heart do the talking, I find out how little I really know myself and how much I miss them. That experiment of yours. You sure about him? Maybe in his heart he wants friends, just like the rest of us. Impossible, Petty. He has no actual feelings, only destructive instincts I have carefully chosen for him. Or perhaps you need another demonstration of my evil geniusness. Okay. Ach, hab ich ganz vergessen. Ja, sieht man mal, wie wichtig seine Freunde doch Terra sind. Expand 222. 221. Kenne ich gar nicht aus dem Film. Aber schon lange nicht mehr Film gesehen. Ich hatte mal ein PS2-Spiel, das hieß Experiment 626. Habe ich sogar, glaube ich, immer noch. Bams. Oh mein Gott, ehrlich. Ist mir zu flink. Naja. Ja, schon wieder ein Angriff, nämlich hier one-shotted beinahe. Gesessen. Naja, boah. Wenn nur Ars Fatal ist, dann bist du dran. Da garantiere ich dir. Alter! Naja. Was? Hey! Ja, außer mein Fokus ist weg, ne? Hey, sobald du einmal getroffen wirst mit denen, ne? Kannst nichts machen, habe ich so Gefühl. Jetzt noch einsetzen können. Da kommt bitte da raus. Danke. Komm her. Ha. Was? Und Ars Fatalis. Jetzt habe ich Donnerschlag gelernt. Oh, passt ja auch. Cool. Oh, you'll be all right, little one. Hi. What is it? Why have you returned? Maybe he's wondering what a friend is. Ridiculous. My name is Terra. Terra. Yes. I can't explain friendship. When you feel it, you'll know it. Not if I have any say in matter. You are only meant to think about what it is you will destroy next. Now, I fix what is wrong. Red alert! Experiment 626 and two prisoners have escaped from the cell bay. Security, locate the fugitives immediately. Repeat, experiment 626 and two prisoners have escaped from the cell bay. Well, you can't stay here and get caught. Dann geh ich jetzt. Ven,
some way to make things right. Nämlich noch mehr Leute in anderen Welten verprügeln. Hyperantrieb, da gibt einen, glaube ich, Magie, ne? Das können wir nicht gebrauchen. Was soll ein Terra damit anfangen? Pff. Ja. Stimmt ja, Terra spaltet sich irgendwie von allen irgendwie ab, außer Meister Seanort. Das ist natürlich der beste Umgang, ne? So, jetzt nur noch das Nimmerland. Dann ist es schon bald wieder soweit. Oh, schon wieder neue Sachen. Kann ich da irgendwas hier herstellen? Ha, Schallschock, glaube ich, ne? Ich brauche noch Magias und so, Attackenas. Ja, okay, ist eigentlich egal. Giftklinge schon wieder. Feuersturz und Aeroluftstaccato, bah. Alles doppelte Sachen. Ist doch einfach nicht. Lebensspende, die haben wir noch nicht. Und Leuchtkristall halt einfach so feuerfest. Ja, überhaupt nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Nehme ich hier noch ein paar Sachen. Ausrüste. Schallschock und so. Staccato. Und unser klassisches Vita. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts. Birth by Sleep, Final Mix. Wenn euch die Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.